Hallo, willkommen bei der Zirkusteil wieder. Hallo, ich hätte gern einmal den Big Rösti im Menü mit den Rösti-Sticks. Okay. Und eine Cola mit Eiswürfel, bitte. Okay. Das war's. Appetit dazu? Nee, danke. Weiter fährst du, danke schön. Danke. Danke, ciao. Okay, wir haben unser Essen. Und jetzt suchen wir uns mal einen Parkplatz. Und dann schauen wir mal, was er kann. Hey YouTube, mein Name ist Matthias und das ist Stay Hungry Fast Food Review. Für meine erste Review bin ich heute für euch bei McDonald's in Weißenburg in Bayern, um den Big Rösti für euch zu testen mit den Rösti-Sticks. Dann schauen wir mal, was wir denn alles so bekommen haben. Servietten. Die Rösti-Sticks riechen sehr gut. Oh! Und drei Tüten extra gratis Sticks. Und dann natürlich der Big Rösti und Sour Cream mit Schnittlauch. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Big Rösti an. Also er ist warm. Ich dachte eigentlich, er ist kalt, weil er aus dem Regal kam, aber habe ich mich wohl getäuscht. Er ist relativ warm. Unten drunter ist nichts. Dann kommt das Fleisch, Käse, Röstitaler, Bacon, Soße und das Brötchen. Und wirklich super weich, super soft. So wie das eigentlich sein sollte. Okay, dann. Oh wow. Also im Moment hatte ich eigentlich nur Rösti, Fleisch, ein bisschen Käse und Brötchen. Bis jetzt noch gar keine Käsesoße, aber ich denke, die wird jetzt beim zweiten Bissen kommen. Ja, definitiv. Jetzt kam die Käsesoße dazu. Man schmeckt hauptsächlich die Käsesoße und den Röstitaler. Der Bacon ist jetzt gar nicht so intensiv. Ich probiere gleich nochmal. Ja, es ist wie es ist. Die Käsesoße ist eigentlich am stärksten von allem. Den Big Rösti gibt es jetzt mittlerweile schon seit, ich glaube, das 11. Jahr. 2016 hatte er 10-jähriges, also letztes Jahr. Jetzt ist es ja schon 2017. Früher gab es den immer bei der Hüttengaudi. Die wurde aber vor ein paar Jahren eingestellt, warum auch immer. Und jetzt gibt es den eben immer um die Faschingszeit, also oder Karneval, je nachdem, wo man lebt. Und dann kann man den da eben ganz regulär für ein paar Wochen kaufen. Und danach ist er halt wieder weg. Okay, dann Rösti Sticks und den Schnittlauch Sour Cream. Okay. Riecht eigentlich wie, ja, wie ein Rösti, wie ein Kartoffelpuffer. Schaut euch das an. Fett und Öl. Rundet das Ganze auf jeden Fall ab, wenn man jetzt hier die Schnittlauch Sour Cream noch dazu nimmt. Schmeckt das wirklich, schmeckt echt gut. Hier fahren unfassbar viele Leute her. Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall einen anderen Platz suchen, weil ich werde hier die ganze Zeit beobachtet und die Leute fragen sich schon, was ich hier mache. Essen natürlich! Wie jeder! Also es ist wirklich eine super fettige Sache hier. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal Bartwichse gebraucht heute, weil mein Bart einfach mit dem fritösen Fett von McDonald's so gehalten hätte. Wäre aber etwas eklig gewesen. Okay Leute, ich bin fast fertig. Meine Rösti-Sticks habe ich schon gegessen. Hier seht ihr nochmal die ganze Pracht. Also es war wirklich, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Burger. Ich
bewerte natürlich auch das ganze Essen, was ich hier esse, weil sonst bringt es ja alles nichts. Ich meine, es ist schön, wenn ihr mir beim Essen zuschaut. Aber ihr wollt ja bestimmt auch wissen, was ich davon halte. Ich werde es in Zukunft so machen, da das ja Stay Hungry heißt und in meinem Logo ja ein Bart zu sehen ist, so wie der ungefähr, werde ich einfach Bärte vergeben. Auf meiner Skala von 1 bis 4 Bärten bekommt der Big Rösti von McDonald's eine ganz klare 4. Also 1, 2, 3, 4. Die Rösti Sticks sind auf jeden Fall mal eine 3. 1, 2, 3. Aber auch nur in Verbindung mit dieser Schnittlauchsoße. McDonald's, das hast du gut gemacht. Wenn euch das Ganze gefällt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, teilt es allen euren Freunden mit, dann gibt es demnächst auch wirklich mehr. Und wenn wir, sage ich mal, die ersten 50 Abonnenten haben, dann lasse ich mir was richtig Tolles einfallen. Irgend so eine abgefahrene Challenge mit 40 oder 80 Nuggets essen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Also, dann mal. Bis dann mal. Stay hungry. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Kamera. Hoppala. Das machen wir nochmal. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Sorry.